Jeder weiß, wie ein Reißverschluss bei der Jacke funktioniert, kaum jemand, wie es im Straßenverkehr funktioniert. Heute schauen wir uns das Reißverschlusssystem an. Im Prinzip ist es ganz einfach. Wenn im Straßenverkehr ein Fahrstreifen endet oder durch ein Hindernis blockiert ist, dann musst du auf den anderen verbleibenden Fahrstreifen wechseln. Laut § 11 Absatz 5 der Straßenverkehrsordnung in Österreich muss ein anderer Fahrzeuglenker dir die Möglichkeit geben, den Fahrstreifen zu wechseln. Aber du musst es natürlich auch richtig machen. Der Tipp ist, man sollte fast bis zum Ende seines Fahrstreifens vorfahren. Dann wird ein anderer Fahrzeuglenker auf dem anderen Fahrstreifen langsamer werden und du kannst dich wunderbar einordnen. Wenn man zu früh schon versucht, auf die andere Spur zu kommen, dann kann es passieren, dass sich andere Fahrzeuglenker vordrängen und in Folge entsteht dann ein Stau und das ist nicht gewollt durch das Reißverschlusssystem. Natürlich gilt auch § 11 Absatz 1 der Straßenverkehrsordnung. Was sagt denn der jetzt wieder aus? Wenn du einen Fahrstreifen wechseln möchtest, dann musst du dich davon überzeugen, dass auf der anderen Spur kein Fahrzeuglenker gefährdet wird. Es hat jetzt ein Urteil des obersten Gerichtshofs gegeben. Ich habe dir das Urteil unten eingeblendet, wo der oberste Gerichtshof eben in einer Situation festgestellt hat, es sind zwei Fahrstreifen auf einen übergegangen. Ein Fahrzeuglenker hat sich jetzt nicht überzeugt davon, dass er auf der anderen Spur ein Fahrzeug fährt. Es ist zum Unfall gekommen und im Endeffekt waren beide Fahrzeuglenker zur jeweils zur Hälfte schuldig. Also es kam zu einer Schuldteilung. Ja, der eine Fahrzeuglenker hat nicht geschaut, ob neben ihm ein Fahrzeug ist. Der andere hat ihn nicht reingelassen, obwohl er es eigentlich hätte machen müssen. Also es sind immer beide Fahrzeuglenker davon betroffen. Wie machen wir das jetzt in der Praxis? Wenn du jetzt merkst, dass vor dir ein Fahrstreifen endet oder durch ein Fahrzeug blockiert ist, dann musst du rechtzeitig daran denken, okay, ich muss jetzt einen Fahrstreifenwechsel machen. Also ich muss rechtzeitig diesen berühmten 3S-Blick machen, schauen, ob ein Fahrzeug neben mir ist, dass ich also niemanden gefährde, den Blinker setzen, aber so weit wie möglich nach vorne fahren. Ja, nicht zu früh den Fahrstreifen wechseln, weil sonst eben wieder ein Stau entstehen kann. Also es geht nicht darum, dass man ganz am Anfang, wenn man schon sieht, da vorne ist was, den Fahrstreifen wechselt, sondern so weit wie möglich nach vorne fährt, um eben dann den Fahrstreifen zu wechseln. Das Fahrzeug neben dir, links oder rechts, muss dich dann natürlich auch reinlassen. Nicht gilt das Reißverschlusssystem übrigens auf der Autobahn. Dort hast du ja am Beschleunigungsstreifen ein Vorrangehenzeichen und musst also die Fahrzeuge, die schon auf der Autobahn sind, natürlich vorlassen. Da haben wir aber ein eigenes Video gemacht, wie man sich richtig auf der Autobahn verhält. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung, freuen uns schon auf deine Anregungen, deine Kommentare. Lass uns ein Like da und abonniere unseren Kanal und wir freuen uns schon wieder aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt auf die Überholspur. Bis dahin, schön rechts fahren.